Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche hinein in der Business Vlog Ausgabe 237. Und ja, die letzten Tage war einiges los. Und zwar habe ich auf der alanui.cc einiges optimiert im Alanui Online Academy Bereich drinnen. Hier gibt es weitere Module für den gesamten Kreuzfahrtbereich. Also das ist neu. Und was ich auch getestet habe, ist ein neues Tool für Ticketverkauf, ja, weil gleich notieren, am 21.09. findet der allererste Cruise Day im Seminarhotel Drattenhof im Semreach statt und auf der Alanui-Seite unter Veranstaltungen seht ihr dann genau den Ticketpreis, sprich die 49 Euro inklusive Seminarpauschale, sprich mit Verpflegung. Und das Coole an diesem Tool ist, das habe ich am Samstag getestet, dass das komplett kompatibel ist mit dem Alanui Online-Shop, bedeutet, wir können in Zukunft auch Vergütungen auszahlen von den Veranstaltungen, wenn man auch auf der Alanui Cruise ist, das Ganze teilt. Also ich habe wirklich am Samstag einiges gecheckt, sprich auf dem Testserver, und es hat echt optimal funktioniert, sogar mit dem Einchecken der ganzen Kunden, die ein Ticket bekommen mit QR-Code, also von dem her optimal. Also notieren, Alanui Cruise Day am 21.09. ist die erste Veranstaltung mit dem Marco zusammen als Trainerkollegen und am 9. November das nächste. Und heute Montag gibt es den allerersten Infoabend online. Ja, also Zoom-Call um 19.30 Uhr und um 20.30 Uhr, also auch zwei verschiedene Dinge. Soll jetzt immer Montag sein. Und ihr seht schon, mit vollem Elan starte ich jetzt mit der Alanui Cruises, sprich Incruises, in diese neue Woche hinein. Dann heute auch schon tolle Telefonate international gehabt mit skandinavischen Ländern, wo es auch um Alanui Cruises geht, dann Portugal. Also es ist echt viel weitergegangen die letzten Tage. Dann heute Montag, es ist ja relativ schönes Wetter, jetzt ein bisschen bewölkt, es hat wieder über 30 Grad gehabt, und ich habe am Vormittag die Zeit genutzt, im Nature Office, sprich draußen zu arbeiten, bis ungefähr 10 Uhr, bis die Sonne gekommen ist, und dann habe ich mich runter verkrochen ins Büro, ins Kühle. Ja. Und jetzt gehe ich mich schnell umziehen, weil mit Superman mache ich das Webinar nicht. Ich werde das Alanui-Shirt anziehen, denn in ungefähr einer Stunde geht es dann los. Mitbekommen habe, ist heute ein sehr besonderer Tag, für mich auch zu 50%, aber ganz ein besonderer Tag für die Nadine. Die hat heute Geburtstag. Wie alt sie wird, sagen wir nicht, das habt ihr bei der Kerze gesehen, wenn ihr aufgepasst habt. Und Ziel ist jetzt im Navi eingegeben, Ankunftszeit 15.17 Uhr, Nadine hat keine Ahnung, wo es hingeht, ja? Und bin echt schon gespannt, was sie dann dazu sagt, wenn sie das Ziel dann sieht. Ich bin auf das Gesicht gespannt, weil ich musste wirklich extrem viel geheim halten und sogar bei unserem gemeinsamen Terminkalender ein bisschen schummeln. Schummeln, weil 15.17 Uhr habe ich jetzt das erste Mal gehört. Navi. Ich wurde entführt. Was wird? Sag das Wort! Bazinga!
Überraschung gestern für die Nadine hat spitzenmäßig funktioniert. Das Essen im Truefeller Steiner war perfekt und auch am Abend haben wir noch gemütlich einen Cocktail hier auf der Terrasse draußen getrunken und die Kerzen angezündet. War wirklich ein super spitzenmäßiger Geburtstag. Heute am Mittwoch ist jetzt schon jetzt ein wenig ein bewölkter Tag das Ganze gewesen heute und ich habe heute einen geschenkten Tag bekommen. Was meine ich damit? Am Sonntag habe ich eine Anfrage von Markus bekommen, ihr wisst ja Menschen im Porträt, und er hat gemeint, wir müssten am Mittwoch dringend nach Salzburg fahren, weil da ein Interviewpartner ist. Der ganze Tag war also heute für Salzburg reserviert. In dem Fall ist nichts daraus geworden, weil der Interviewpartner krank geworden ist. Bedeutet, ich habe einen geschenkten Tag gehabt. Was habe ich damit gemacht? Ich habe endlich die gesamte Buchhaltung für unseren Lions Club gemacht. Auf der einen Seite für den Lions Club, wo ich Schatzmeister bin und im Vorstand, und auch für den Sonnenclub für Golfen. Das ist auch ein Lions Club, wo ich Schatzmeister bin. Und ich habe endlich die gesamte Jahresabrechnung vom letzten Jahr endlich erledigt. Und das ist auch an einem geschenkten Tag richtig cool, wenn man dann Dinge weiterbringt, die eh schon irgendwie länger anstehen, aber man keine Zeit dafür hat. Ja? Dann heute auch etwas sehr, sehr Tolles passiert. Wir haben es endlich geschafft. Ihr kennt ja das Video, wo wir genau unsere Punkte sammeln mit der Miles & More Kreditkarte und auch mit den Payback-Punkten. Und heute ist es soweit. Wir haben unsere 120.000 Flugmeilen zusammen. Bedeutet, ja, der Flug nächstes Jahr nach Amerika, der ist jetzt im Prinzip schon erledigt. Ja, die Freiflüge sind da, wir müssen nur mehr die normalen Kosten bezahlen. Bedeutet, Ende September wird dann gebucht und das heißt natürlich im Business Vlog wieder live dabei. So, jetzt da gehe ich wieder rein ins Homeoffice, werde noch ein paar Dinge bearbeiten und dann gemütlich den Tag ausklingen lassen. Es ist schon wieder Donnerstag und der Business Vlog 237, der nähert sich bald dem Ende, aber eine kleine Anekdote. Ja. Gestern habe ich auf LinkedIn eine Nachricht bekommen, wie so oft, ja, diese typischen Anschreibegeschichten von irgendwelchen Coaches, Trainern, Speakern und so weiter, wo drinnen gestanden ist, wenn ich ein Unternehmer bin, der gerne Dinge automatisieren möchte, mehr delegieren möchte und so weiter, dann sollten wir einmal miteinander sprechen. Ich war schon kurz davor, dass ich dem irgendwie meine Meinung geige, weil es sind diese typischen Copy-Paste-Nachrichten, aber dann habe ich mich doch ein wenig zurückgehalten und ihm eine Chance gegeben, ja, und sagen, okay, wir reden mal drüber, weil ich wollte wirklich wissen, wie dieser Herr ist, ja, heute dann um 14 Uhr gab es dann diesen Zoom-Talk, witzigerweise hat er nur 15 Minuten gedauert, weil als er mitbekommen hat, dass ich eh schon sehr vieles automatisiert habe, selber Mitarbeiter habe, selber delegiere und auch schaue, dass ich sehr oft auch auf Urlaub komme und so weiter, war irgendwie das Gesprächsthema schon wieder weg und das ist dann irgendwie witzig. Ja? Kleiner Tipp jetzt da, wenn man mich anschreibt, dann sollte man mich auch schon ein wenig googeln, die Facebook-Seiten anschauen, die Webseiten anschauen und einfach mal schauen, was ich so alles mache. Oder wenn die Person einfach nur ein Bild am Business-Vlog anschaut, dann weiß sie auch schon, was ich alles tue. Und dann wird man sich solche Copy-Paste-Nachrichten einfach irgendwie sparen. Ja? Also für mich wäre das richtig peinlich. Also ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich so die Leute anschreibe. Ja? Und wenn ich sie anschreibe, dann mache ich das natürlich in meinem eigenen Stil und dann informiere ich mich auch über die Person vorher im Netz, bevor ich da irgendwelche Copy-Paste-Nachrichten mache. Ja? So viel zu diesem Thema, das gestern auch sehr amüsant gewesen ist. Ja? Und wieder sehr lehrreich für mich, aber es hat mir wieder bestätigt, dass man gewisse Dinge einfach nicht machen sollte. Also, das war es jetzt aber auch für den Business Vlog Ausgabe 237. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wieder Daumen nach oben, Kommentare unten in der Box drinnen hinterlassen. Und worüber wir uns immer wieder freuen, ist natürlich, wenn ihr uns ein Abo hier auf dem Kanal da lässt, weil dann versäumt ihr keine Ausgabe des Business Vlogs, Cruise Vlogs und auch der Stradi Classics. Und ein kleiner Hinweis schon für den Business Vlog 238. Da geht es morgen schon los und es wird richtig laut und staubig. In dem Sinne, alles Liebe. Euer Thomas.